Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das erste Update zum Thema Motorradführerschein. Ich habe mir gedacht, ich mache da so ab und zu ein kleines Videotagebuch, wo ich euch über den Fortschritt berichte. Eventuell auch später in Verbindung mit Videoaufnahmen aus der Fahrstunde. Muss ich natürlich erst mit der Fahrschule bzw. dem Fahrlehrer abklären, ob der das in Ordnung findet, wenn ich eine GoPro am Helm habe in der Fahrstunde, das weiß ich noch nicht. Als erstes möchte ich mich bei euch herzlich bedanken. Ich hätte ohne Scheiß nicht damit gerechnet, dass gefühlt 90% oder 95% meiner Community auf das letzte Video so extrem positiv reagieren. Ich habe wirklich gedacht, es kommt ziemlich viel Hass, war eigentlich gar nicht. Deswegen, Leute, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Erstmal Liebe geht raus. Und ja, die ganze Entscheidung, wer das letzte Video nicht gesehen hat, ich habe mich letzte Woche dazu entschieden, beide Fahrzeuge zu verkaufen. Beide Roller, also die Aprilia und die Aerox. Und quasi das Thema 49 Kubik fürs Erste an den Nagel zu hängen. Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, aber fürs Erste einen Schlussstrich zu ziehen. Wer das Video nicht gesehen hat, für den habe ich es entweder links oder rechts mit diesem kleinen Infosymbol einmal ganz kurz verlinkt. Einfach oben rechts an den Bildschirmrand klicken. Da findet ihr dann das letzte Video, das könnt ihr euch angucken, wo ich alles ausführlich erklärt habe, warum, wieso, weshalb, warum. Heute in dem heutigen Video geht es darum, habe ich mich für den Motorradführerschein angemeldet, ja oder nein? Und wenn ja, für welchen? A1, A2 oder Direkteinstieg A. Dann geht es um die Sachen, wie sieht's aus? Ich habe ja Vorbesitz Klasse B, Führerschein Klasse B. Also es zählt als Erweiterung von B auf A. Es heißt tatsächlich Erweiterung, wusste ich auch nicht. Okay, da werde ich euch sagen, welche Vorteile ich dadurch habe und welche Kosten ich aktuell schon ausgegeben habe. Und ich werde euch meine Motorradkleidung vorstellen. In dem Fall ist es ein Direkteinstieg mit Vorbesitz Klasse B. Der Vorteil, den kann ich euch hier ganz kurz vorlesen. Ich habe ein Zettelchen mit der Fahrschule geredet. Von 30 Prüfungsfragen bei der Theorieprüfung muss ich nur 20 Fragen machen. Das heißt, 10 Fragen werden mir erlassen. Ob ich mit diesen 20 Fragen trotzdem 10 Fehlerpunkte haben darf, das weiß ich nicht. Von den normalerweise 12 Doppelstunden Grundstoff, Theorieunterricht und 4 Doppelstunden erweitert, motorradspezifischer Unterricht, muss ich nur 6 Doppelstunden für Grundstoff machen und halt die 4 Grundstoff für den Motorradführerschein. Das heißt, von 12 Grunddoppelstunden werden mir 6 erlassen, die ich nicht machen muss. Ich spare dadurch jetzt kein Geld, aber enorm viel Zeit. Jetzt zur Frage, habe ich mich angemeldet? Ja. Ich habe bereits, war am Dienstag gestern, heute haben wir Mittwoch, an dem ihr das Video hier seht. Und ich nehme das Video gerade auch am Mittwoch auf. Ich habe mich angemeldet für den Motorradführerschein, habe dann gefragt, so ja, ich bin jetzt halt nicht sicher, A2 oder A. Und der Fahrlehrer meinte, ja, wie alt sind Sie? Also das war nicht der Fahrlehrer, sondern die Frau bei der Anmeldung. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war 32 dieses Jahr. Ich sagte, ja gut, für was wollen Sie dann A2 machen? Also es ist wohl tatsächlich so, dass die Fahrstunden 1-2 Euro teurer sind. Nicht der Rede wert. Die Grundgebühr ist minimal teurer. Ich glaube 30 Euro oder so ist, oder 25 oder 30 Euro ist die Grundgebühr beim A teurer als beim A2. Und das weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, die Gebühr für die Prüfungszulassung ist ebenfalls minimal teurer. Aber er hat gesagt, es macht im Prinzip keine 100 Euro Unterschied. Also ich habe mich angemeldet für Direkteinstieg Klasse A. Mit den Theoriestunden ist es aktuell ein bisschen schwierig. Die Fahrschule hat erklärt, dass erst vor kurzem
war ja die Vorschrift, dass Theorieunterricht nur online stattfinden darf. Die Fahrschule hat extra Ausrüstung gekauft und so weiter, um die Fahrschüler online unterrichten zu können. Jetzt wurde das Ganze vor kurzem wieder geändert. Die Fahrschule hat die ganze Ausrüstung umsonst geholt. Nice. Top Regierung. So kann man Betriebe auch in den Ruin treiben, indem man ständig Vorschriften ändert. Aber darum geht es ja nicht. Das heißt, die Fahrschule muss Theorieunterricht momentan ein bisschen umstrukturieren. Das wird gerade geplant. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe von der Fahrschule, wo man sofort aktuell informiert wird. Das heißt, es wird abwechselnd einmal Theorieunterricht vor Ort geben und auch online. Also das wechselt sich so ein bisschen ab. So viel weiß ich jetzt schon. Am Dienstag habe ich die Grundgebühr bezahlt. Grundgebühr über die Preise werde ich später noch eingehen. Also Grundgebühr bezahlt. Ich habe am Montag gleich Sehtest gemacht. Sehtest zum Glück bestanden, ohne Sehhilfe. Also ich brauche keine Brille zum Fahren. Passbilder, Sehtest auch schon abgegeben. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Erste-Hilfe-Kurs. Den mache ich am 6. Juni. Preis kommt auch später. Ich werde euch alles auflisten, was ich aktuell schon ausgegeben habe. Und ja, der Erste-Hilfe-Kurs ist jetzt das Letzte, der kommt am 6. Juni. Dann habe ich für die Vorbereitung alles fertig. Eigentlich hätte ich morgen die Fahrschulunterlagen abholen können, also den Ausbildungsvertrag und die Anmeldung beim Rathaus, also den Führerscheinantrag, den man beim Rathaus abgibt, wenn man sich für eine Führerscheinausbildung macht. Jetzt kann ich die Anmeldung erst am Dienstag nächste Woche holen. Und dann werde ich die beim Rathaus abgeben und dann läuft der Antrag auch schon mal durch. Und den Erste-Hilfe-Kurs kann ich dann nachreichen. Also ich brauche 6 Doppelstunden Grundstoff und 4 Doppelstunden erweitert motorradspezifisch. So, ich war heute Motorradbekleidung kaufen und bevor ich euch sage, was die gekostet hat, ich werde euch das sagen, während ich die Motorradbekleidung auspacke. Also, wir haben jetzt schon knapp 9 Minuten gelabert. So viel mal zu den ersten Infos. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch jetzt meine Motorradausrüstung. Und danach mache ich eine Zwischenrechnung, was aktuell schon bezahlt wurde und was wie viel gekostet hat. So, Leute. Motorradausrüstung aktuell die Sachen, die ich schon hatte. Einmal mein Helm, den ich schon seit ein paar Jahren benutze. Der ist immer noch gut. Der ist ein bisschen dreckig. Der GoPro-Aufkleber, den mache ich da noch weg, dass es ordentlich aussieht. Das Mikrofon kommt noch raus. Das ist ein Helm vom Nexo. Den habe ich damals bei Polo Motorradgeschäft gekauft für ungefähr 160 Euro. Der ist auf jeden Fall für die Fahrschule ausreichend. Da kommt noch das weiße Visier dran. Aktuell ist ein schwarzes drauf, da kommt dann noch das weiße dran. Ich habe ja beide habe ich zum Wechseln da. Das heißt, ich mache das sauber und klipse das rein und fertig. Der hat trotzdem innen drin noch eine Sonnenblende, falls es doch mal blendet. Sehr gut. Und das Innenfutter habe ich erst vor kurzem gewaschen. Das ist sauber, nur äußerlich muss ich das noch putzen. Habe ich schon mal gespart, weil habe ich da. Motorradhandschuhe. Die sind von dem Product Placement, das ich vor ein paar Monaten gemacht habe. Die wurden mir kostenlos für ein Video zur Verfügung gestellt. Und ich habe die auch im Winter eigentlich fast durchgehend benutzt zum Rollerfahren. Die sehen immer noch top aus. Die haben hier vorne Protektoren. Hier haben die einen Protektor, die haben Touchscreen-Unterstützung und haben dieses Symbol hier, bedeutet quasi, dass es zugelassen ist als Motorradschutzbekleidung. Wenn ihr mit Handschuhen kommt, die dieses Symbol hier haben, dann seid ihr safe, dann könnt ihr die verwenden. Reichen sind nicht die besten Handschuhe, aber sind ausreichend, habe ich mir jedenfalls gespart. Dann Motorradkleid, also Rest, haben wir hier. Ich war heute im Polo Motorradgeschäft. Dieses Bild ist cooler, oder?
im Polo-Motorradgeschäft. Der Einzelhandel hat ja inzwischen wieder auf, deswegen bin ich da hingefahren. Ich wusste, dass man einen negativen Corona-Test vorweisen muss. Ich hatte Glück, dass heute in der Arbeit Corona-Test gemacht wurde und habe mir da von Arbeit einfach die Bescheinigung geben lassen und bin dann zum Motorradgeschäft hingefahren. Und bin da hingelaufen, dann kam eine Dame zur Schiebetür und ich meinte, haben Sie einen Corona-Test? Habe ich gesagt, ja, haben Sie einen Termin? Habe ich gesagt, nein, ich wusste nicht, dass man einen Termin machen muss. Da meinte die Dame, ja, dann müssen Sie anrufen, so können wir Sie nicht reinlassen. Und geht wieder. Und ich stehe da und denke mir, scheiße, bin ich jetzt umsonst hier hingefahren? Handy rausgeholt, bin vor der Tür da stehen geblieben, angerufen. Ging ein Mann dran und sagte so, Polo und so. Und dann habe ich gesagt so, ich hätte gern einen Termin, ich brauche Motorradschutzbekleidung für einen Motorradführerschein. Und dann meinte er so, ja, wann haben Sie Zeit? Weil aktuell ist frei. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt, ich stehe vor Ihrer Tür. Alles klar, mit positiven, negativen natürlich, negativen Corona-Test und einem Termin, den ich dann vor Ort, vor der Haustüre telefonisch abgemacht habe, was ich ein bisschen weird fand, aber war lustig, hatte ich dann 15 Minuten Zeit für Motorradbekleidung suchen. Allerdings wurde mir sofort ein Berater an die Seite gestellt, also ich musste da nicht selber durchkramen, der mich da ein bisschen beraten hat und so weiter. 15 Minuten ist nicht viel Zeit, ist aber auf jeden Fall besser, als im Internet sich irgendwas rauszusuchen und zu bestellen. Was man nicht angucken kann, wo man keine Beratung hat, fand ich dann trotzdem besser. Ich habe ehrlich gesagt gerechnet somit um die 800 Euro. Ich hatte 1000 Euro dabei und war überrascht, wie viel ich wieder mit nach Hause genommen habe. Also, der Mann hat mich dann gefragt, so, ja, wie sieht's aus? Für welches Motorrad? Habe ich gesagt, ich habe noch gar kein Motorrad. Ich mache gerade jetzt den Motorradführerschein und brauche möglichst günstige, aber doch gute Motorradschutzbekleidung. Deswegen habe ich jetzt auch nicht im Internet irgendwelche China-Sachen bestellt, sondern ich wollte mich da schon vor Ort von Fachmännern beraten lassen. Und Polo-Motorradgeschäft. Ich kriege hier übrigens kein Geld dafür, dass ich das hier zeige. Ich habe das einfach so bezahlt. Ich wollte nur zeigen, wo ich jetzt eingekauft habe. Und er meinte, okay, also die haben da eine Kollektion, die regelmäßig hauptsächlich von Fahranfängern auch gekauft wird, die sie definitiv als Fachgeschäft empfehlen können. Sie haben noch günstigere Sachen gehabt tatsächlich, von denen er mir aber abgeraten hat, weil die relativ unflexibel und steif sind. Dann hat er gemeint, als Fahranfänger würde er mir auf jeden Fall Beweglichkeit empfehlen, das heißt keine Stiefel, sondern Schuhe. Und entweder eine zweiteilige Lederkombi oder getrennt Hose und Jacke. Hose und Jacke war in dem Fall günstiger. So, fangen wir an mit den Schuhen. Die Schuhe, das sind keine Stiefel, sondern das sind Schuhe. Die haben wir hier. Die Marke, ich weiß nicht, ist das eine Marke? DXR steht drauf. Die sind aber sehr schön. Es gab noch günstigere Schuhe. Es gab noch Schuhe, die waren 30 Euro günstiger. Aber ich fand die besser. Die waren auch ein bisschen flexibler. Also die sind hier auch relativ flexibel. Machen einen guten Eindruck, super Verarbeitung. Deswegen habe ich die genommen und habe dann doch ein bisschen mehr Geld noch ausgegeben. Die gehören übrigens, die ganze Bekleidung, das ganze Set gehört quasi zusammen. Er hat mir erst die günstigeren angeboten und ich habe dann aber doch die hier genommen, weil die haben mir einfach besser gefallen. DXR, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Marke ist. Größe 42, so sehen die von unten aus, so von vorne. Also die sind, damit hat man auf jeden Fall auch mit dem Fuß ein bisschen mehr Flexibilität als jetzt mit den Stiefeln. Und ich glaube, gerade als Fahranfänger, wenn man sowieso noch nicht genau weiß, wie man sich bewegen soll, ist das vielleicht ganz praktisch, wenn ich hier ein bisschen Flexibilität habe. Also ich werde diese komplette Motorradbekleidung für euch anziehen und mich quasi bei euch, vor euch in Motorradbekleidung auch präsentieren. Ne? Die Motorradjacke, die hat an den Schultern Protektoren schon mit drin. Also die hat integriert Protektoren,
Ich weiß gar nicht, wo überall. Ich mache die gerade mal auf. Also die ist ebenfalls DXR, nennt sich DXR MVS1. Die Schuhe heißen Sommer Sport Textil Schuhe Schuh 4.0. So heißen die Schuhe. Die Jacke. Hier haben wir einmal links und rechts zwei Taschen mit Reißverschluss. Hier nochmal zwei Taschen mit Klettverschluss. Dann hier an der Seite können wir uns das passend einstellen, dass es quasi ja, eng umschlungen ist, auch an der Hüfte, dass es alles gut sitzt. Kann man hier mit diesen Gurten links und rechts einstellen. Am Ärmel, hier am Ellenbogen, sind Protektoren integriert. Die sitzen hier. Hier Klettverschluss, um die Ärmel richtig einzustellen. Hier Knopf, dass man quasi den, wenn ihr hier, wenn ihr keinen Bizeps habt, so wie ich zum Beispiel, und das hier dann am Arm so rumflattert, könnt ihr euch das hier auch eine Stufe enger stellen, dass es wirklich gut eng anliegt, weil ich war überrascht, wie eng so eine Motorradbekleidung wirklich sein muss. Auf der Rückseite gibt es nichts zu zeigen. Hier hinten das DXR-Logo. An den Ärmeln haben wir hier noch diese roten Streifen. Hier und hier. Was ich mir im Neongrün gewünscht hätte, aber zu dem Preis ist es mir ehrlich gesagt scheißegal. Dann mache ich das mal auf. Hier einmal mit Klettverschluss. Einmal umdrehen, hier einmal mit Klettverschluss und dann aufmachen. Hier haben wir noch eine kleine Tasche, vielleicht für ein Handy oder so. Machen wir das Ganze mal auf. Hier drinnen ist der Rückenprotektor. Ah ja, er hat gesagt, den macht er mir rein. Ist der, wo ist, wie komme ich denn da dran? Wie funktioniert denn das? Ah, einmal die Jacke hat quasi hier nochmal ein Thermo-Innenfutter, was man für den Winter oder für Kälte reinmacht. Das wird quasi hier mit Reißverschluss an der Seite verbunden. Fängt hier an und der Reißverschluss geht einmal rundherum. Kann man wegmachen. Wenn man das wegmacht, hat man es ein bisschen luftiger, ein bisschen leichter. Dann hier... Hier ist, ich habe das gar nicht gesehen. Er hat gesagt, ja, ein Rückenprotektor, macht er mir rein. Hier haben wir Rückenprotektor. Den musste ich extra kaufen, den gibt es jetzt nicht so mit dabei. Ich hole den gerade mal raus, das sind mehrere Rückenprotektoren. Ich habe den gar nicht gesehen, muss ich sagen. Level Safe Max Protectors. Level 2M steht hier drauf. Das ist das Ding, hat mehrere Schichten. Die sind aber aneinander genäht. Die sind hier aneinander genäht. Die kann man nur, die sind hier so ein bisschen flexibel. Okay. Aber das ist quasi ein Ding. Also das hebt so zusammen. Ja, das ist der Rückenprotektor. Gibt es mit Sicherheit deutlich bessere, aber ich finde, der Führerschein ist teuer genug. Da muss man jetzt echt nicht noch mit 1000 Euro Motorradkleidung anfangen. Also ich muss wirklich sagen, ich war überrascht, dass der Berater von Polo nicht versucht hat, mir einfach die günstigen Sachen schlecht zu reden, um mir die teureren Sachen aufzudrängen, sondern der hat da wirklich Verständnis gehabt, dass man halt als Fahrschüler genug Geld ausgeben muss. Und hat mir da wirklich Sachen empfohlen, die aus seiner Sicht gut sind und trotzdem günstig. So, also den Protektor habe ich selber gar nicht gesehen, den hat er hier reingemacht. Hier ist noch so ein Reißverschlussdingens. Keine Ahnung, was man da dran macht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht einen anderen Protektor oder so, ich habe keine Ahnung. Dann... Ansonsten haben wir hier innen drin gar nicht viel. Hier Motorrad
Symbol und ein A steht drunter. Die Motorradfahrer unter euch können das wahrscheinlich besser identifizieren, was es bedeutet. Motorradsymbol und A. Die Jacke hat gekostet 100 Euro, also 99,99 Euro. Tour Textil 5.0 Schwarz M. Ja, die Hose. Von hinten ist hier nichts Spektakuläres. Hier ist auch ein Reißverschluss. Ah, deswegen der Reißverschluss an der Jacke. Man kann die Hose und die Jacke per Reißverschluss miteinander verbinden. Seht ihr, hier ist das Gegenstück vom Reißverschluss. Wie soll ich das alleine hinkriegen, ist die Frage. Wie soll ich hinter mir da den Reißverschluss verbinden? Geht scheinbar. Hier haben wir so Knöpfe, Knöpflis, und hier können wir noch den Umfang einstellen. Hier könnte man, so wie es aussieht, theoretisch auch einen Gürtel durchziehen, wenn man das will. Aber man kann sich die Hüfte hier mit diesem Klett auch einstellen. Je nachdem, wie fett man ist. Also bei mir, ich lasse das auf der größten Stufe. Ja, und hier vorne auch. Also man könnte auch einen Gürtel nehmen, theoretisch. Dann hier haben wir einmal zwei Taschen mit Reißverschluss gesichert. Sehr gut. Ohne Reißverschluss hätte es mich auch echt gewundert. Also hier kann man noch eine Kleinigkeit reinmachen. Hier passt so eine Hand passt rein. So für ein bisschen Kleinkram. Dann ein Knopf und so ein Schnappmechanismus, der einmal hier so einschnappert, dass es hält. Und dann kann man hier noch den Knopf zumachen. Das Ganze, die Hose ist in der Größe, ich habe gar keine Ahnung, was das für eine Größe ist. So, Reißverschluss auf. Hier ist nochmal so ein, wie soll ich da mein Bimberle rauskriegen? Wenn da zu ist, für was dann der Reißverschluss? Nur zum Anziehen? Okay. Perfekt. Hier innen drin auch gefüttert ein bisschen. Und auch bei der Hose kann man dieses Innenfutter rausnehmen für im Sommer, dass man es leichter hat. Da ist hier oben ein Reißverschluss. Den macht man auf und dann kann man quasi das Innenfutter rausnehmen. Dann hat man... Ja, dann hat man es einfach ein bisschen im Sommer bei Hitze nicht so schwitzig und warm. Hier sind Protektoren im Knie. Und da habe ich mich echt gewundert, wenn ich stehe, dass diese Protektoren unter meinen Knien hängen. Aber er hat mir dann die Haltung erklärt, wenn ich auf dem Motorrad sitze, also auf dem Stuhl sitzen und die Füße ganz nach hinten ziehen unter den Arsch. Und dann habe ich gemerkt, die Protektoren waren dann auf einmal dann nach oben übers Knie. Und so ist es perfekt. Okay, gut. Das Ding ist, ich bin klein und dick. Viel Auswahl an Hosen gibt es da nicht. Aber die Hose, sie macht einen sehr guten Eindruck. Ist Textil. Kein Leder. Vielleicht später irgendwann Leder. Aber jetzt aktuell muss man halt echt aufs Geld gucken. So viel zur Hose. Dann haben wir Schuhe, Hose, Jacke, Handschuhe, Helm. Und Rückenprotektor, den man... separat kaufen muss. Ich ziehe mich ganz kurz um und dann zeige ich euch, wie ich in Motorradbekleidung aussehe. Ich habe mich selber noch nie, ich habe die Sachen anprobiert einzeln, aber ich habe mich selber auch noch gar nicht in Motorradbekleidung gesehen. Leute, das wird echt spannend. Und danach werde ich euch noch die Preise vorlesen. Jo Leute, ich habe jetzt die Motorradbekleidung an. Alter, ich schwitze schon nur vom Anziehen und die ist scheiße warm. Damit kann ich auf jeden Fall leider bei minus 40 Grad Motorrad fahren. Übertrieben, aber... Leute, was meint ihr? Oh, nochmal vom Namen. Also ich muss sagen, passt an für sich sehr gut. Es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, das passt nicht. Wenn ich jetzt so stehe, sind die Knie schon, die Knieprotektoren
ein Stück unter meinen Knien. Er hat gesagt im Laden, das ist völlig normal, weil wenn man quasi sitzt und den Fuß angewinkelt hat, so wie auf dem Motorrad, dann wandern die in Position, ja, und dann passt's. Ich habe leider keine längeren Füße, muss so gehen. Aber er meinte, das ist in Ordnung. Die Jacke, die Hose, alles ist sehr eng. Überall gibt es dann noch so Gürtchen und Schnallen, wo man das so auf sich einpassen kann. Hier am Ärmel. Den Ärmel kann ich noch ein bisschen enger machen, dass es enger, dass es nicht über die Handschuhe rutscht. Hier an der Seite und so Sachen. Und dann denke ich, passt das Ganze auch. Ich nehme jetzt einfach meinen 2 Kilometer langen Selfie-Stick. Zeige euch das jetzt noch mal ein bisschen in Tageslicht, in natürlichem Licht, weil dieses Licht hier ist sehr warm. Finde ich optisch gar nicht schlecht, macht auf gar keinen Fall einen billigen Eindruck. Gut, ich meine im Prinzip billig war es nicht. Für Motorradbekleidung billig, aber läuft. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt die ganzen Sachen aus, bevor ich noch einen Hitzschlag kriege. Und dann werde ich euch auf jeden Fall mal zeigen, was das Ganze gekostet hat. Und werde auf jeden Fall das Innenfutter aus der Jacke und aus der Hose rausnehmen. Weil Winter haben wir jetzt nicht, da brauche ich das nicht. Und es ist scheiße warm, Alter. Okay, Leute, bis gleich, kurz umziehen. Ach ja, und die Handschuhe fügen sich gut ins Bild ein, wie ich finde. Also die passen hier sehr gut dazu. Ne? Die kann man auf jeden Fall nehmen. Platz habe ich. So, Freunde, jetzt kommen wir zu den Kosten für die Motorradbekleidung. Und ich muss euch sagen, es wird euch umhauen. Richtig, richtig günstig. Ich habe mit dem Dreifachen gerechnet. Dazu muss man sagen, es ist natürlich keine Top-Motorradbekleidung. Klar, die eingefleischten Motorradfahrer werden sich jetzt wahrscheinlich am Arsch gelacht haben. Aber für einen Fahranfänger, der gerade sehr viel Geld für einen Führerschein ausgeben muss, ist es nicht schlecht, wenn man da ein bisschen sparen kann. Und es ist auf jeden Fall aus dem Motorradfachgeschäft mit Beratung. Und ich denke, fürs Erste tut es. Das Erste auf unserer Liste ist der SafeMax Rückenprotektor. Der liegt bei 29,99 Euro. Ich habe da jetzt keine Ahnung, aber ich glaube, ist schon günstig. Dann als nächstes DXR Tour Textiljacke 5.0, schwarz in Größe M. Ich bin verwundert, dass mir Größe M passt. Aber okay, 79,99 Euro. In Klammern, das was hier in Klammer steht, ist glaube ich ORGVK, originaler Verkaufspreis, keine Ahnung. Kann sein, dass die Sachen teilweise ein bisschen runtergesetzt waren. Oder ich glaube, wenn man das Ganze im... er hatte gesagt, wenn man das ganze Set kauft, dann kriegt man den Rückenprotektor zum halben Preis. Also der Rückenprotektor kostet normalerweise 60 Euro und deswegen halber Preis, weil ich dieses ganze Set gekauft habe. Und wenn man es als Set kauft, ist es günstiger. Das heißt, Rückenprotektor eigentlich 60 Euro, in dem Fall 30 Euro, weil Set. Dann die Jacke 80 Euro, eigentlich 100 Euro. Wir haben 80 Euro bezahlt, weil Set. Dann als nächstes kommt Road Tour Textilhose 3.1. Normalerweise 129,99 Euro, 130 Euro. Weil wir das Set haben, 99 Euro. Dann die Schuhe. Die sind jetzt im Rabatt, im Set-Rabatt nicht inbegriffen, weil ich habe da ein bisschen teurere Schuhe genommen. 50 Euro. Dann haben wir als nächstes die Polo-Tasche. Die habe ich gratis bekommen. Das ist nett.
kosten auch ein paar Euro solche Taschen normalerweise. Dann habe ich mir noch einen Energy Drink gegönnt, den werden wir gleich abziehen, und das Dosenpfand. Und damit sind wir bei 262,20 Euro. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe Motorradclub-Karte abgeschlossen. Das heißt, das kostet mich nichts, aber immer wenn ich dort etwas kaufe, bekomme ich, wenn ich das einscanne, das ist jetzt erstmal nur Papier, die Plastikkarte wird mir dann die nächsten Tage zugeschickt, bekomme ich Punkte. Die Punkte werden als Guthaben, als Polo-Guthaben auf der Karte gespeichert, quasi wie Payback. Das heißt, auf der Karte sind aktuell 5 Euro Startguthaben plus mit diesem Einkauf habe ich 10 Euro Punkte Guthaben gesammelt. Also ziehen wir die 15 Euro, die ich jetzt hier durch den Einkauf und die Clubmitgliedschaft wieder gut geschrieben. Also hier auf der Karte sind 15 Euro drauf. Das heißt, das Ganze hat mich jetzt nur noch 247,20 Euro gekostet. Minus den Energy Drink. Für 2 Euro plus 25 Cent Pfand sind wir bei einem Gesamtbetrag von 244,69 Euro für die Motorradbekleidung. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mit dem Dreifachen gerechnet. Und ich habe schon nicht das Allerbilligste genommen, was sie mir verkauft haben. Es wäre noch günstiger gegangen, noch Minimum 50, 60 Euro günstiger. Aber die Sachen, hat er gemeint, kann er mir nicht empfehlen. Auch die Schuhe habe ich eine Nummer teurer genommen. Ich finde, da bin ich übertrieben gut weggekommen. Und was wir hier gespart haben, haben wir jetzt nicht unbedingt an der Sicherheit gespart. Er hat gesagt, die Sachen sind genauso gut, nur sie sind halt qualitativ nicht so krass wie eine krasse Lederkombi, zweiteilig etc., wo teilweise die Jacke schon 500 Euro kostet. Aber es ist auf jeden Fall schon mal genug Schutz. Ja, und dem vertraue ich auch. Also sind wir jetzt bei 244 Euro für die Motorradbekleidung. Jetzt habe ich noch mein schlaues Büchlein. In meinem schlauen Büchlein habe ich alles aufgelistet, was ich bisher bezahlt habe. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Muss man mal gucken, warum geht das auf so. Also, bisher bezahlt habe ich. Ich hoffe, man kann das so erkennen. Für den Sehtest 6,50 Euro. Die Fahrschulgrundgebühr 300 Euro. Der Erste-Hilfe-Kurs, der erst im Juni ist, kostet 62,54 Euro. Und ja, ich muss leider wieder einmachen, weil es gab vor kurzem eine Gesetzesänderung. Der Erste-Hilfe-Kurs, den ich vor 12 Jahren gemacht habe, als ich den Autoführerschein gemacht habe, war ein Kurs für lebensrettende Soforthilfemaßnahmen. Der ist nicht mehr gleichgestellt mit dem Erste-Hilfe-Kurs. Das heißt, der ist ab jetzt nicht mehr gültig. Ich muss ihn für den Autoführerschein natürlich nicht mehr machen, aber und da kommt die nächste Gesetzesänderung. Wenn man eine Erweiterung macht im Führerschein, muss man wieder einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Also ja, das hat sich wohl scheinbar erst vor kurzem geändert. Ich finde es echt traurig. Aber auf der anderen Seite ist es nicht verkehrt, wenn man als Motorradfahrer, wenn man auf einer Motorradstrecke unterwegs ist, wo viele Motorradfahrer fahren und da stürzt vielleicht mal einer. Und mein letzter Erste-Hilfe-Kurs ist schon 12 Jahre her. Ich habe keinen Plan mehr, muss ich ehrlich sagen, was ich vor 12 Jahren da gelernt habe. Deswegen finde ich es auch nicht verkehrt, mein Erste-Hilfe-Wissen nochmal aufzufrischen. Also von dem her finde ich, das ist in Ordnung, angebracht. Erste-Hilfe-Kurs ist nicht schlecht, wenn ich den nochmal mache. Wenn irgendwas ist, weiß ich, wie was funktioniert. Mein Wissen aufgefrischt, kann Leben retten. Besser als wenn ich dann an einen Unfallort komme und da stehe und ich weiß, wie ich reagieren soll und derjenige, der verunglückt ist, stirbt womöglich, weil ich einfach keinen Plan habe. Finde ich nicht schlecht. Das heißt, Zwischensumme, alles zusammen, aktuell ausgegeben 616,24 Euro. Das ist der aktuelle Stand. Ich werde euch da auf jeden Fall regelmäßig auf dem Laufenden halten. Was wir so ausgegeben haben, dass wir quasi am Ende des, also wenn ich den Motorradführerschein habe, sollte ich ihn bestehen,
ich euch genau auflisten kann und zeigen kann und sagen kann, wie viele Fahrstunden habe ich gebraucht, was hat mich was gekostet, wie viel habe ich insgesamt ausgegeben. Dafür ist mein schlaues Büchlein da und ja. Ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war für euch informativ, obwohl die Beleuchtung hier echt scheiße ist. Ich habe normalerweise für solche Videos extra 2 Softboxen. Ich habe aktuell keine Ahnung, wo die sind. Ich habe eine halbe Stunde lang diese ganzen Softboxen gesucht. Es sind 2. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die hin habe. Ich habe die echt schon ewig nicht mehr benutzt. Ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung, trotz der schlechten Beleuchtung. Jetzt kann man hier ans Fenster. Und Leute, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich bin raus und es wird regelmäßig Updates geben. Es wurde sich ja von euch gewünscht, dass ich euch auf meinem Weg mitnehme. Und dazu gehört jetzt am Anfang viel Planung, viel Theorie, viel Kosten, viel Anschaffungen. Aber ich denke, das hilft euch auch, falls ihr gerade plant, mit dem Motorradführerschein anzufangen. Egal, ob es A1, A2 oder wie in meinem Fall Direkteinstieg A ist. Oder falls ihr vielleicht, wie ich, schon Autoführerschein habt und schon etwas älter seid und jetzt überlegt, direkt A zu machen, dass ihr ungefähr schauen könnt. Die Grundgebühr der Fahrschule ist relativ teuer mit 300 Euro. Allerdings die Fahrstunden, wie ich finde, dafür relativ günstig. Eine normale Übungsstunde kostet 50 Euro. Ich weiß jetzt nicht, ob das für 45 Minuten gilt oder für 90 Minuten, also Doppelstunde. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, 50 Euro sind für 45 Minuten. Und Sonderfahrt, also Sonderstunde, Überland, Autobahn, Nacht, kostet jeweils 60 Euro. Also ich glaube, da bin ich, also ich habe ein bisschen Preise verglichen am Montag, bevor ich am Dienstag mich dann angemeldet habe, also gestern angemeldet habe. Und ich muss sagen, die meisten Fahrschulen hier in meiner Umgebung sind teilweise teurer. Da kostet eine Sonderfahrt teilweise bis zu 70 Euro und in der Regel die Übungsfahrstunden, die, wo man gerade am meisten braucht, fangen da so bei 54 Euro an, gehen teilweise bis zu 58, 60 Euro die Übungsstunde. Da bin ich mit 50 Euro schon, glaube ich, gut dabei. Die haben mir das Ganze mal ausgerechnet, wenn ich angenommen mit den ganzen Pflichtstunden etc. Preise für Amt, also Antragstellung, das habe ich jetzt hier noch nicht mit eingerechnet. Ich muss ja den nächste Woche erstmal bei der Führerscheinstelle, beim Rathaus abgeben. Da kommt gleich nochmal 25 Euro oder sowas dazu. Das habe ich jetzt noch nicht eingerechnet, aber die haben mir das in der Fahrschule vorgerechnet. Falls in dem Fall, dass ich 8 Übungsstunden brauche, würde mich der Motorradführerschein ungefähr inklusive Grundgebühr, Anmeldegebühr, alles ungefähr 1400 Euro kosten. Ich glaube aber nicht, dass mir 8 Übungsstunden reichen werden. Ich rechne, muss ich leider sagen, eher mit 20 Übungsstunden Minimum. Ich bin noch nie in meinem Leben Motorrad gefahren. Ich bin quasi noch nie was Schnelleres gefahren als die 80 Kubik Zip vom Semi mal einmal. Ich bin noch nie mit Fußschaltung gefahren. Also ich glaube, dass allein um das zu lernen, die Fußschaltung und dieses Gewicht mit dem Motorrad klarzukommen, dass mich das alleine schon ein paar Stunden mehr kosten wird, wie jemand, der da schon Erfahrung hat und vielleicht schon A1 oder A2 hat. Der braucht natürlich deutlich weniger Übungsstunden. Aber ich glaube, es ist ein guter Weg, Leute. Ich bin mega happy, dass ich jetzt angefangen habe und ich hätte es viel früher machen sollen. Naja. Und mit den, wie die Fahrschule sagt, wenn ich mich ranhalte und das Geld passt, 5 bis 6 Wochen könnte ich fertig sein. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. In der aktuellen Corona-Zeit sind auch weniger Theorieunterricht möglich. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein paar Wochen brauchen, um überhaupt mit dem Theorieunterricht fertig zu sein, bevor ich mit der Praxis anfangen kann. Also, aber ich sag mal so, selbst wenn der Führerschein jetzt 3 bis 4 Monate oder sagen wir 3 bis 5 Monate dauern wird, bin ich trotzdem noch dieses Jahr fertig und ich hoffe, ne, ihr werdet mich begleiten und ja, ab und zu gibt es hier Updates, sobald es irgendwas Neues zu erzählen gibt. Das Video heute war sehr lange, weil es sehr viel jetzt am Anfang zu erzählen gibt, aber die Videos werden dann auch wieder kürzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen.
und wieder schauen. Reingehauen? Nein, natürlich nicht. Leute, ciao mit V.